Im Kern ist künstliche Intelligenz die maschinelle Automatisierung intelligenten Problemlösungsverhaltens. Sie hat in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungssprünge gemacht. Auch in den Führungsetagen der Konzerne spielt die künstliche Intelligenz inzwischen eine sehr große Rolle. Sie hat das Potenzial, die Wirtschaft und auch die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das Interesse des Sektors an der künstlichen Intelligenz ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Egal ob Software-Schmiede, Internetplayer, Hardware-Produzent oder Halbleiterhersteller. Jeder der Technologiebereiche beschäftigt sich zunehmend mit der künstlichen Intelligenz. Das Wettrennen, um in diesen Bereichen führend zu sein, wird auch als das neue Wettrüsten im Silicon Valley bezeichnet. Bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen erkennen wir drei Kernbereiche, in denen die künstliche Intelligenz heute schon Kundennutzen bringt. Erstens die Automatisierung der Geschäftsprozesse. Hierbei können Kosten eingespart werden und Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet werden. Diese können sich dann gegebenenfalls Analyse- oder Strategieaufgaben widmen. Zweitens in der Entscheidungsfindung. Systeme, die auf der künstlichen Intelligenz basieren, ermöglichen es Unternehmen, gewaltige Mengen an Daten zu analysieren, die sie im Rahmen ihrer Geschäftsprozesse sammeln. Dadurch können Geschäftsentscheidungen besser und vor allen Dingen auch schneller getroffen werden. Für Unternehmen bedeutet das gegebenenfalls, alternde Hard- und Softwarestrukturen erneuern zu müssen, sodass die Datenflut effizient und auch flexibel bewirtschaftet werden kann. Drittens, die künstliche Intelligenz kann dazu dienen, das Engagement und die Kommunikation rund um den Kundendienst zu automatisieren. So können Chatbots oder Sprachsysteme den Dialog zwischen Mensch und Maschine selbstständig gestalten und das in natürlicher Sprache. Kunden sollten experimentieren, um zu verstehen, was die Technologie heute schon kann und welche Daten benötigt werden, um einen Mehrwert in ihrem Unternehmen zu generieren. Das funktioniert am besten in einem Portfolio an Anwendungen, wobei der Fokus nicht nur auf Einsparungen liegen sollte, sondern ebenfalls auf Innovation und Umsatzwachstum. Hierbei sollte man einen pragmatischen und realistischen Ansatz nicht aus den Augen verlieren.